Moin moin und willkommen zurück zu Zero Siebert. Wir haben in der letzten Folge den Radio Tower wieder zusammengebastelt. Und jetzt machen wir genau an der Stelle weiter. Wir geben nämlich hier die Task ab. Holen uns das Buch für den Gunsmith. Und schauen, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier? Clear the way. A makeshift camp. Oral killen. Das ist wild. Ich glaube, das lassen wir dann lassen wir mal noch. Und dann hier 2 USB-Sticks. Aber habe ich da nicht schon 2 Stück? Das prüfen. Ja, das war bestimmt genau das Ding, ne? Ach komm, vergroße, brauch keinen Sack, ne? Und jetzt habe ich sie natürlich wieder nicht. Doch, da ist eine. USB-Stick. Nummer 1. Und das war's auch schon. Das ist natürlich Kacke. Naja. Erstmal das Buch rein in den Schädel. Use. Und dann schauen wir mal, ob wir was bauen können. Irgendwelche Module. Blunder braucht kein Mensch. Also Shooting Range echt, also in meinen Augen totaler Schwachfug. Waren wir denn, wo waren wir denn hier? Ah, es fehlen immer noch Munitionsteile, diese Mooncrap. Und hier braucht man noch Kohle. Alles klar, wissen wir Bescheid. Tracken. Genau, Mooncrap brauchen wir. Können wir da noch was? Haben wir da noch Munition? Nö, haben wir nicht. Naja, wissen wir Bescheid. Wäre natürlich nice, wenn wir es schaffen würden, bei Lazza durchzuhämmern. Aber den Gefallen würde uns bestimmt nicht tun. Also dann, rein in den Forest. Wir müssen looten. Oh, ich bin ja noch verletzt. Das wäre natürlich gerade echt blöd gelaufen. Vielleicht sollten wir nochmal bei den Daily Quests schauen. Da gibt es sicherlich auch noch was Tolles. Na hier, so, zack. Ich habe immer die Uhr im Blick, ne? Ich möchte natürlich nicht in die Dunkelheit reinrennen. Das ist sehr unangenehm. Ja, erstmal akzeptieren, was wir machen müssen, werden wir dann sehen. Na, jetzt. Bei den Loners. Ist mir eigentlich auch erstmal wurscht. Hauptsache, wir haben das angenommen. Und wir gehen erstmal raus. Das ist immer der Key. Hab jetzt keinen HP dabei, das machen wir alles mit PS. Wird schon schief gehen. 3 Verbände haben wir noch. Eine Nade haben wir. Kicken wir mal, wa? Was sind wir denn? Links müssten wir raus. Quasi. Nicht nur quasi, sondern definitiv. Lol. Ach, nice. Das war unbeabsichtigt. Ja, wir räumen erstmal auf. Was ist denn hier los? Beruhigt euch doch mal. Ich bin der Einzige, der nervös ist, glaube ich, gerade gefühlt. Unnormal. Das war ja natürlich wieder für die Hose die Granate weggeschmissen. Anfänger. Die hat man natürlich ohne O4. Da habe ich natürlich immer meine Medics. Unnormal. Pistole mal nachgeladen. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Hier ist dieser komische Hive mit diesen ganzen Ghoulen. Ich glaube, da gehe ich erstmal dran vorbei. Ich wollte erst am Weg lang, aber man hat ja gesehen, das wird nichts. Noch irgendwo eine Sau? Nee. Dann looten wir hier erstmal. Auch das möchte geskillt werden. Hier die Kippen nehmen wir mit. Oh, der Saft, der kommt genau richtig. Messer, wie viel haben wir davon? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall Munition. Munition jetzt essentiell für das für die Ammo-Station brauchen wir das. Komm, weg mit dem Schrott. Da müssen wir jetzt nämlich erstmal alles sammeln, was wir kriegen. Ja, Munitionart ist ja wertvoll. In dem Falle wurscht. Hauptsache viel. Weil sonst kriegen wir dieses ganze Crap-Zeug nicht zusammen. Hier haben wir noch Munition. Sehr nice. Das kommt genau richtig.
Die Nägel sind bei mir noch gemagert. Naja, nehmen wir es halt mit. Das sind die Wildschweine, die interessieren uns jetzt mal nicht. Da gehen wir erstmal dran vorbei. Wild ist es. Was sagt unser Moon eigentlich? Ja, ein bisschen weit noch. Weg damit. Wir müssen ja das Schießen ja auch lernen, ne? Alles, was wir machen, ist irgendwie irgendwo essentiell. Munition. Nice. Jawohl, das wollen wir. Scrap Ammo. Gute Munition für uns. Zum Healen. Wie sieht das hier aus mit den Chips? Die können wir uns gleich reinfeuern. Gleich mal rein. In den Bunker. Au. Jetzt schischt. Da ist er. Nice. Immer ganz vorsichtig. Ihr wisst, auch hier gibt es Kohle. Aber bringt euch dabei nicht um. Nicht so weg. Das braucht natürlich kein Mensch. Hier mal rennen, hier findet man nichts. Schade. Oh, der wollte noch. Die halten mir auch teilweise viel zu viel aus. Aber ist auch die Munition, ne? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Na, jetzt kommen wir so langsam dem Dörfchen näher. Eigentlich wollen wir da auch hin. Und hier ist der jetzt, sagt er. Green Army Dudes. Oh, ich kann den Loot schon riechen. Aber erstmal gucken hier. Jawohl. Wir haben auch immer aus irgendwelchen Gründen haufenweise Kohle dabei. Jawohl. Die Langversion ist mir natürlich auch sehr genehm. Dreckige Bandagen soll ich mitnehmen. Hieß es mal. Dann tue ich das natürlich auch. Moment. Da. Entladen natürlich. Saft, den können wir uns eigentlich auch gleich reinkippen. Scrap Material auch immer, ne? Mitnehmen. Immer wichtig. Darauf erstmal den Saft. Dauert ein bisschen, ne? Ja, ich weiß. Ist immer alle Lupen. Es wird ja Zeit zu Zeit immer schneller gehen. Das ist das Gute. In diese Richtung kann ich euch da beruhigen. Unload habe ich schon. Die Green Armies sind immer nice, auch wenn sie mehr oder weniger eure Verbündeten sind. Meinen sie mir tot immer noch am besten. So ehrlich muss ich sein. So. Noch nicht voll. Wir können noch ein bisschen gierig werden. Leute, die gierig werden, sterben, ihr wisstet. Gerade da, mein Latzer. Können wir mal ganz schnell den Löffel abgeben. Duct Tape kann nie schaden. Noch mehr Duct Tape. Na, guck dir das an. Level 7 schon. Können wir uns ja nicht beschweren. Wenn wir jetzt dann auch noch den nötigen Skill dazu nehmen, dass wir noch schneller looten, na, dann ist hier GG. Looten ist dann GG. Weiter geht's. Kommen wir hauen ab. Keine Experimente, nicht gierig. Oh. Mal, nur mal kurz gucken. Munition brauchen wir. Munition. Mal die Waffenteile zum Reparieren. Ich halte meine Loot-Gier in Zorn. Geht schon. Wichtig ist, dass wir jetzt mit den ganzen Scheiß rauskommen. Abgesehen davon habe ich echt null Bock, meine Rüstung zu verlieren. Die Hunter-Rüstung ist schon cool. Gerade im Early. Mit diesen ganzen Resistenzen, das ist schon echt top.
Müssen wir nur aufpassen, dass sie uns jetzt hier am Escape nicht mal wegballern. Aber hier ist eine ganz sichere Sache. Nice. Easy. Erlaube ich mir mal zu sagen an der Stelle. Oh, 16k sagt er. Könnte mehr sein, bin ehrlich. Aber wollen sie mal nicht beschweren. Wäre schön, wenn die Werkbank schon mal größer oder unser Stash ein bisschen größer wäre. Ihr habt mal eine Mission, habt ihr denn was gekriegt? So, Unload, Crap. Ja, sicher. Und dann crappen wir die kurze hier. Crap. Ja, dann sicher. Macht das doch nicht aus Spaß. Warte mal, ist die hoch? Unload. Scrap. Weg. Oh, kein Mensch. So, dann haben wir hier immer die Rüstung mitgenommen. Die werden wir auch crappen. Da gibt's Material. Das brauchen wir. So, das ist zum Verkaufen. Einladen, verkaufen. Auch einlagern. Kein Platz. Ach komm, die Pistole ist so ein Scheiß. Braucht kein Mensch. Crap. Weg mit diesem Schrott. Braucht kein Mensch. Verkaufen. Aufheben. Crap. Nicht crappen. Brauchen wir. Kaufen. Brauchen wir. Crap. Crap. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir da nicht schon 300? Crap, crap, crap. Hier auch noch alles Schrott. Diese ganzen Mumbeln, alles Müll. Auch kein Mensch. Komm, hauen wir jetzt hier rein. Verkaufen. Da gucken wir gleich noch, wie viel ich davon wirklich brauche. Crap. Kaufen, verkaufen, Duct Tape habe ich bestimmt auch schon 20 Mal gefühlt, Nägel habe ich auch schon 1000 gefühlt. Schraubenzieher auch noch verkaufen, verkaufen. Kaufen, kaufen und halten. So, meine Güte, ne, das ist aber auch immer eine Sortiererei. So, Hungerdosen hat sich jetzt nicht völlig getan. So, das hier ist alles für die Tonne. Easy, Charisma 10, gucken wir gleich mal. Erstmal ist durch. So. Mehr Items. Nö. Mehr Rubel. Nein, wir sind noch nicht in den Geschmack gekommen, dass sie zu wenig Rubel haben. Wie sieht's denn jetzt aus mittlerweile? Weil mal, wir kommen dann auch bald in Areas, wo wir wirklich viel mehr Zeug sammeln. Und hier haben wir noch 35k. Nee. Das reicht nicht. Also müssen wir tatsächlich... in dem Fall hier auf Charm gehen und dafür sorgen, dass sie mehr Kohle haben. Trade am 50% mehr und pro Level nochmal 6% mehr. Das ist schon wild. Hier brauchen wir noch ein bisschen, aber das dauert auch nicht mehr allzu lange. USB-Sticks. Da gehen wir, oder werden wir nochmal in den Forest gehen. Siehst du, warum habe ich an den USB-Stick nicht gedacht? Manchmal. Einmal mit Profis, sagt man da. Da hätten wir einfach mal in den Holz, wenn wir in den Holzfäller reingegangen. Da hätten wir was gekriegt. So, Munition brauchen wir. Die nehmen wir uns. Oh ne, sag nicht wieder der Schambug. Wir werden uns mal eine Nade noch mitnehmen. Haben es besser als brauchen. Das hier ist Crap, das kann eigentlich auch verkauft werden. Das dient nur dafür, wenn ihr Wunden habt. Also ihr habt ja nicht nur Verletzungen, also ja, ihr habt ja nicht nur HP, sondern auch Wunden. Das heißt, ihr könnt nur so weit wieder healen. Das ist auch echt absoluter Mist. So, wir nehmen ein paar Relax mit, wir nehmen ein paar Medikits mit. Und dann ist das gut. So, Nato 5. Kann ich mehr merken? Ja, bestimmt. Und jetzt müssen wir erstmal pennen. Hauen wir uns erstmal auf Ohr. Wenn ich denn den Regler anfassen darf. Mal so richtig gierig berühren. So.
Und dann können wir weiter. So, Sekundärwaffenplatz ist frei. Auch sehr wichtig. Essen, trinken, extra kauen und weiter geht's. USB-Stick, Holzfäller. Da finden wir sowas. Ich will so wenig wie möglich jetzt auf andere Maps gehen. Solange wir das nicht abgeschlossen haben. Na, immer nur so viel Risiko eingehen, wie wirklich nötig ist. Ich meine, wenn ihr auf einer Schwierigkeitsstufe verliert, wo es eh wurscht ist, wenn er stirbt und ihr nicht alles verliert, ist es eh völlig Bums. Keine Frage. Aber in meinem Falle wäre das schon immer ärgerlich, gerade im Early. Wie gesagt, wir werden auch hier in Situationen kommen, da haben wir so viel Waffen. Da werden wir uns teilweise nach Sehnen zu sterben, um wieder mal Platz im Stash zu haben. Real Talk ist so. Der ein oder andere kennt's. Banditen, okay. Schrotflinte nehmen wir gleich mal raus. Na, ich hab zwei bis jetzt gesehen. Hat Hit. Aus. Aber da war noch einer. Kann mich auch verhört haben. Klassiker. Straight durchlaufen. Ich höre keine Schritte. Das Camp hier ist durch. Gut, da haben wir mal wieder Kohle. Nägel brauchen wir nicht. Multiplug brauchen wir auch nicht. Red X geht immer. Wieder Munition. In dem Run sollten wir das dann natürlich auch schaffen, dass wir genug Crab Armor zusammen haben, um damit weiterzumachen. Schrotflinte. Also auf eine Schrotflinte wechseln ist natürlich auch echt schwierig. Also da hast du keinen Bock drauf. Das dauert so ewig. Da bist du die Knarre in der Hand, hast, ey, da hast du schon einen zu sitzen. Das ist unangenehm. So, der hat auch alle Nägel einzeln dabei. Der Kollege hier. Munition, nice. Das wollen wir. Es fehlen jetzt schon Items. Die Runde hat erst angefangen. Und wir waren die ganze Zeit schnell unterwegs. Oh ja. Oh ja, nice. Unload, unload. Immer her damit. Das war für uns selbst schon mal ein kleiner Jackpot. Dann weiter zum Seeberg. Hidden Stash, da hat sich wieder mal ein bisschen Geld versteckt. Oh, Käse. Mm. Ich glaube, den zieht mir gleich rein. Ach, die Cracker, das ist nichts Besonderes. Aber Käse und Cracker zusammen. Mm. Das wäre noch was. Mal kurz gucken. Alle Dude kippen. Premium-Schokolade. Boah, Lind oder was? Würstchen. Wodka muss immer. Wodka und Würstchen. Super in der Kombination. Wie hat er irgendwas gesagt? Nö. Anzeigebug. Gerade noch beim Futtern gewesen. Oh, nur mal kurz gucken. AKU. Erstmal nachladen für mich. Okay. USB-Stick, seh zu. Und zum Healen. Scheren. Ja, das ist gut. Komm, USB-Stick, kippen. Wir haben so viele Duct Tape, packen wir nicht mehr in. Eigentlich ist es sinnlos zu essen und zu trinken, ne? Also, Thema hatten wir ja schon. Der geht so schnell. Oh, den brauchen wir. Das Multitool. Das hat von euch einer was bei. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Bin mir nicht sicher, ob alle schon weg sind.
Sonst kommen die immer gleich angeflitzt, wenn die Schüsse hören. Boah, da war der Piepmatz. Zwei. Sammel zuckt ein bisschen. Nur ein bisschen, ihr zuckt, versprochen. 8 Kilo können wir noch. Was mach ich denn? Kohle. Munition. Zur Not schmeißen wir die Waffen weg, wenn wir einfach noch mehr Platz brauchen für wichtige Sachen und nicht diesen ganzen Rempel hier. Level 8. Nice. Noch 2, dann können wir unseren oder meinen Lieblingsskill wählen. Und dann ist das hier alles easy going. Mit dem Looten zumindest. Zumindest mit dem Looten. Ah, wieder ein Saft. Das ist der Charakter. Manchmal, was man sich so in so einer Runde alles drin kippt, nur um mit nicht wegzuschmeißen oder liegen zu lassen, ne? Der Charakter, der muss so pissen, ne? Geht gar nicht. Echt. Oh, nice. Gastank. Keine Ahnung, für was wir den brauchen. Die müssen mit. Die müssen mit. Definitiv. Definitiv. Ey, ich brauche ein USB-Stick, ne? Ich hab so angegeben damit. Oh, jetzt hier rein, ja. Easy hier beim Holzfäller USB-Stick. Für den Arsch, aber ein paar Hallen haben wir ja noch. Und zur Not müssen wir in ein Haupthaus, aber da werden wir höchstwahrscheinlich verrecken drinne. Je nachdem, wie die sich hinstellen. Letzte Chance. Ah, Platte. USB-Stick. Ding, ding. Nice. Oh. Keycard. Storage Room. Oil Factory. Alles klar, wir müssen raus. Ich kenne diese Keycard tatsächlich nicht. Vielleicht ist das was Judith. Machen wir uns um mich. Nur mal kurz gucken. Nur mal ganz kurz versprochen. So, so. Kohle. Jetzt sollten wir auch hier noch Kohle haben. Mit Glück können wir dann auch die Werkbank bauen, womit wir wirklich alles reparieren können. Mit Scrap Material und Waffenparts. Kannst du alles reparieren. Kannst du deine Zahnbürste reparieren. Easy. Ist aber ruhig hier, wa? Können wir da nochmal rein. Crap. Ach Gott, schon wieder in den Stash. Ja, an den Bahngleisen, ne? Oh, Todfalle gefühlt. Vom Gefühl her zumindest. Kohle. Okay, hat sich gelohnt. Schüsse im Hintergrund interessieren uns ja nicht. Alles nur Atmosphäre. Und dann sieht es gut aus. Nice. Unnormal. Da sind wir doch noch ganz entspannt rausgekommen. Geil, USB-Stick und Kohle und Moon-Teile. Oh, und für irgendwas haben wir für die Loners fertig gemacht. Siehst du, das sollten wir uns ja vorher noch angucken, aber das war mir irgendwie egal. Forest. Hunter killen, egal welche Map. Wölfe killen, egal welche Map. Cola. Makeshift, zweimal. Muss ich ja die Kohle aufheben. Aber gehen wir mal erstmal. Gib mir mal. Das ist alles Crap. Außer der Wodka. Wodka ist immer mit verkaufen, eigentlich. Science Work akzeptieren. Immer alles akzeptieren. Wisst ihr, wenn ihr das habt, dann habt ihr das halt. So ehrlich muss man sein. So, Wodka verkaufen. Da stecken wieder Items zusammen. Weg. Wir stecken auch Items zusammen. Das ist auch immer wild. Die Waffen verkaufen wir diesmal ausnahmsweise. Das Ding hier auch. Munition, dann haben wir hier noch einen Analyzer. Haben wir den gerade gekriegt? Heben wir mal lieber auf. Nix der Munition verkaufen. Premium Shoki. Was habe ich die Geld für? 800, 600. Grüne Spritzen. Weg. Munition, Munition. Kippen weg. Aufheben ist so eine Sache. Ich habe halt keinen Platz. Brauchen wir Munition, Munition, Munition.
Hier übrigens PS, BP-Munition, ne? Eigentlich sollte man sich das gut überlegen, ob man die einfach wegcrappt, ne? Ja. Deal. Dann machen wir hier erstmal die Task, bevor ich versehentlich noch den USB-Stick verkaufe. Gib mir mal das Waffenreparatur-Kit. Das ist nice. Und dann gehen wir damit erstmal in unsere super tolle Müllbase. Ne, die haben wir ja im wahrsten Sinne schön eingemüllt. So, crap. Weg. Wenn wir brauchen, können wir kaufen. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir schon craften können. Modul, da haben wir es. Craft. Und das auch gleich. Craft. Was? Dafür hat es nicht mehr erreicht. Tatsächlich. Aber hier sind wir jetzt fertig. So, untracken. Das ist auch Kohle. Ah, okay, ich brauchte da auch Kohle. Und dann, ja, Hämmer hätten wir genug gehabt. So, dann unsere Munitionsbase hier mal. Die kommt hier hin. Ja. Munition. Ihr müsstet nämlich erst auswählen. Dann müsst ihr hierher gehen. Dann müsst ihr hierauf gehen. Use. Und dann seid ihr höchstwahrscheinlich drin gebackt, wie ich gerade. Aber ist kein Problem. So. Dann geht ihr ran. Dann kriegt ihr immer Crap Ammo. Diese Crap Ammo könnt ihr jetzt natürlich umwandeln. Je nachdem, was für ein Skill ihr habt. Schade, ich dachte, wir können schon BP machen. Oder nein, das ist BT und bei der anderen war BP, genau. Oh, früher wurde mal noch angezeigt, wie viel man eigentlich hat. Jetzt muss man darüber hin. Die Anzeigen haben sich geändert. Und diesmal tatsächlich und ausnahmsweise zum Negativen. Hm. Nicht schön. Schade. Heben wir auf, heben wir auf, heben wir auf. Crappen. Aufheben, müssen wir aufheben, ist eine Quest. Ah, das können wir noch verkaufen. Weg mit diesem Schrott. Den Analyzer müssen wir aufheben. Hier haben wir noch eine Shotty. Unload. Da ist auch noch was drin. Da kriegst du die Tür nicht zu. Okay. So, und jetzt ist... jetzt. Ja, okay. Ich hätte die Folge natürlich auch vorher beenden können. Sorry dafür. Aber da muss ich euch auch mal mitnehmen, wie die ganze Wirtschaft hier zwischen den Missionen aussieht. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. In der nächsten Folge... ja, müssen wir es mal kicken, was wir machen. Aber kriegen wir hin. Und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Zero Sieber hat reingehauen und tschü tschü.